Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Hogwarts Legacy. Ein, wie ich vermute, letztes Mal. Wir gehen mal irgendwo hin. Ich kenne mich hier gerade nicht so aus. Ich weiß gerade nicht, was ich hier so... Hier haben wir die alle. Was haben wir denn hier? Hier haben wir die Kröten und hier haben wir auch den Lord. The Lord. Lord have mercy, da. So, Männchen und Weibchen. Perfekt. Trapphorn züchten, damit haben wir 9 von 10 Zuchtis. Und jetzt müssen wir nur noch auf die Schnelle herausfinden, wo haben wir... anderen Kollegen. Ach, hier haben wir nur, hier haben wir die Einhörner und den Phönix, den einsamen Pandifler. Aber hier haben wir keinen. Nee, aber genau, hier haben wir Einhörner, Phönix und Niffler. Gut. Sehr gut, weitermachen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Jawohl, hier sind wir richtig. Ah, nimm mir dein Tierwesen erreicht. Ach so, okay, ja, macht ja nichts. Du bist ein Weibchen, du brauchst einen Menschen, den zweiten. Also wenn wir jetzt erst einmal hier... Ach so. Können wir dich hier irgendwie zum Inventar beschwören? Jetzt ist alles gut. Machen wir mal 2 Platz. Dann holen wir dich raus. Hi. Dann bist du gedingst. Und damit haben wir einzigartige Tierwesen zwischen 10 von 10. Dann haben wir auch den... Bam, 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 bam. Herausforderungen. 199, 100, 100, 100. Raum der Wünsche ist auf 100. Wir haben den erledigt, wir haben den erledigt. Hatten wir hier nicht irgendwas noch? Eben, ach ne, das waren die. Genau, die anderen haben wir alle schon entgegengenommen, nicht wahr? Die auch alle. Gut. Wir sind bei 99%. Das, was jetzt noch fehlt, sind diese beiden Sachen. Also treffen wir uns in der großen Halle mit Poppy. Pink findet, Sie haben hier große Fortschritte gemacht. Ja, habe ich. In der Tat. Ich bin bei 99%. Also, ja, ich würde sagen... Ich habe große Fortschritte gemacht, seit ich dieses Spiel begonnen habe. Ladebildschirm, was ist denn da nur los? Nix. Swoosh. Na, ja. Ich gehe mal ganz bewusst zu Fuß, keine Schnellreise per Flohnetzwerk. Einfach hier nochmal so ein bisschen durch Hogwarts durchspazieren. Die Schüler sind alle schon weg. Die sind alle schon gegangen. Sie sitzen alle schon in der großen Halle und freuen sich auf das letzte Mal, Henkers Mahlzeit oder wie das heißt. Das letzte Abendmahl. Boing! Ich liebe es, Purzelbaum gegen die Wand zu machen.
Was für ein Irrweg führt der mich denn? So, jetzt hier hoch, da durch und dann über die andere Brücke wieder zurück, oder was? In der Tat, macht er wirklich. Direkter wäre das hier auch nicht irgendwie gegangen. Naja. Weiß nicht, was sich der Architekt dabei gedacht hat. Die Gründerväter und Mütter saßen zusammen, haben sich gedacht, wisst ihr, was total witzig wäre, wenn wir ein Schloss bauen würden, das so bekloppt verwirrend gebaut ist, dass jeder Schüler, der in Zukunft hier Zauberei lernt, sich gnadenlos verlaufen wird. Das wäre doch ein großer Spaß. Bin ich da jetzt aus Versehen in die Abschlussmission gelaufen? Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Die wollte ich mir ganz bewusst fürs Ende aufheben. Na gut. Ein Einhorn. Oh, Zimtstangen. Ein Irrwicht. Du schon wieder. Du bist doch dieser Andi Scheuer, oder? Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Beruhigen Sie sich. Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Und die Ambition von Salazar Slytherin. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. Der Mann mit der Maske. Das scheint mir doch auf jeden Fall... sagen wir mal, 100 Punkte für das Haus wert. Finden Sie nicht auch? Ah, ja. Danke, Professor Weasley. Wir haben wohl einen Gewinner. Jetzt blöd. Das ist jetzt so der Moment für ein abschließendes Fazit. Und jetzt muss ich erstmal mit was Loben anfangen, weil ich nämlich ursprünglich eigentlich erst ganz bewusst diesen ganzen anderen Kram erledigen wollte, damit ich das wirklich als allerletztes habe. Und jetzt müssen wir nach Abschluss doch noch dieses eine kleine Gespräch mit Poppy führen, um das noch zu Ende zu bringen. Das finde ich ja, das ist ein bisschen schade, dass wir da jetzt so reingezwungen wurde, ohne diese Mission wirklich annehmen zu können oder zu müssen. Das
Ist aber jetzt von meiner Seite aus nur ein Kritikpunkt insofern, dass es jetzt für, ich sag mal, für mein Let's Play schöner gewesen wäre, wenn das wirklich da so. Aber gut. Nehmen wir das mal komplett raus. Dave Ross. Ehren-Dave. Ja. Fassen wir jetzt mal alles zusammen. Fassen wir jetzt mal 187 Folgen Hogwarts Legacy zusammen, während hier in aller Ruhe gemütlich dieser Abspann durchludelt. Sehr schöne Bilder hier. Ja. Was kann man zu diesem Spiel sagen? Also es ist ein unglaublich schönes Spiel, um sich zwischendurch einfach mal ein bisschen in anderen Welten zu verlieren. Um einfach mal wirklich abzuschalten, mal woanders zu sein. Und es ist auch, finde ich, eine sehr, sehr angenehme Form des Abschaltens, weil ich empfand jetzt das alles nicht als wirklich anstrengend. Ne? Also auch die Missionen, selbst die späteren Missionen, also der finale Bosskampf, wenn man so will, gegen den Drachen, der hatte schon auch ein kleines bisschen Niveau, wenn man so will. Aber ich kann mal gucken, dass die Aussteuerung stimmt, dass man, zumindest laut OBS, ist mein Mikro immer noch lauter als die Musik, weil die ballert gerade mächtig auf dem Ohr. Ja, also ich hab nichts gegen ein bisschen Anspruch und ich hab auch nichts dagegen, wenn mal eine Mission so schwer ist, dass man sie vielleicht erst im zweiten oder dritten Anlauf hinkriegt. Aber ich persönlich mag es nicht so, wenn Spiele so hochgradig anspruchsvoll sind, dass man irgendwann nur noch scheitert. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig und das hat man hier bei Hogwarts Legacy zumindest nach meinem Empfinden überhaupt nicht gehabt. Es ist natürlich mit diesen vielen vielen verschiedenen Zaubern, die man so wirken kann. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Man hat halt so diese WASD-Steuerung oben drüber, die Zahlen 1, 2, 3, 4 für die vier verschiedenen Zauber, die man dann hat. Und plus immer zwischendurch Q für Verteidigung und dann mal Steuerung zum Wegrollen. Also es sind schon sehr viele Tasten, die man teilweise sehr viel und schnell drücken muss, wenn man in Kämpfen ist mit sehr vielen verschiedenen Gegnern. Das ist dann schon, verlangt dann schon vielleicht so ein bisschen Übung auch, aber ich sag mal, davon abgesehen war das eigentlich alles sehr, sehr chillig. Danke Musik, dass du dich jetzt mal wieder ein bisschen beruhigt hast. Ansonsten atmosphärisch fand ich es einfach schön. Sicherlich vieles war so ein bisschen ja, sehr wiederholend. Ich sag mal, gerade so, wenn du in die Höhlen gehst. Du gehst in eine Höhle rein und ja, auf was wirst du treffen? Sind es Kobolde? Sind es Inferi oder sind es Spinnen? Ja, man hätte vielleicht bei dem einen oder anderen mehr rausholen können. Aber ich persönlich finde nicht, dass das jetzt für das Spiel irgendwie ein Problem gewesen wäre. Es gab von anderer Seite aus Kritikpunkte, dass gewisse Sachen bei diesem Spiel weggelassen wurden, wie zum Beispiel die ZAGs, die man jetzt eben in einem Video kurz, sie sind kurz angespielt worden, dass sie halt da saßen und ihre Prüfung gemacht haben, wobei unser eigener Charakter selber in diesen Prüfungen überhaupt nicht integriert war. Das heißt, das waren wirklich komplett fertig geskriptete Videos, auf die wir absolut keinen Einfluss hatten. Wenigstens so dieses Abschlussvideo war dann irgendwie ein Stück weit individuell, dass wir halt dann, nachdem wir den Hauspokal gewonnen haben,
wirklich irgendwie von Slytherins gefeiert wurden. Und ich nehme mal an, wenn man das als Gryffindor spielt, dann wird man auch von Gryffindors gefeiert. Also das ist dann zumindest immer so ein bisschen... Was ich da bei der Sache jetzt ganz spannend fand, war, dass Black, der ja selber ein Slytherin war, diese Entscheidung von Weasley eigentlich hätte feiern müssen. Aber gut, auch da war das halt einfach schon wieder ein vorgefertigtes Video. Ich weiß nicht, die meisten, ist zumindest so meine Vermutung, würden wahrscheinlich einen Gryffindor spielen, weil das ist halt nun mal das Harry Potter Haus und das ist und dann wäre die Reaktion von von einem Black vielleicht irgendwie passender, als Weasley ausgerechnet dafür sorgt, dass sein eigenes Haus gewinnt, aber gut. Ansonsten, ja gut, das wurde auch gerne mal kritisiert, dass es diese Hauspunkte in der Form nicht gibt, das hätte man in der Tat einbauen können, dass man je nachdem, also man hätte ja irgendwie eine Einstufung, sage ich mal, einbauen können, je nachdem, wie gut man eine Mission abschließt, so wie das, ich sag mal, bei Beispiel Assassin's Creed oder so, wo es dann immer um die volle Synchronisation geht, wenn man innerhalb einer Mission irgendwelche Nebenmissionen auch mit abhakt, dass es dann halt eine volle Synchronisation gibt und sonst nur eine halbe, dass man auf diese Weise vielleicht mehr oder weniger Punkte hätte sammeln können und dass auf diese Weise der Ausgang dieser Geschichte sich zumindest individueller hätte anfühlen können. Das Fazit, gerade durch diese 100 Punkte jetzt am Ende, hätte so oder so immer das gleiche sein können. Letztlich, wie es ja jetzt bei Harry Potter und der Stein der Weisen auch war, dass man im Endeffekt so das Gefühl hat, das komplette Jahr Hauspunkte sammeln war komplett für den Arsch, weil einfach diese Abschlussmission, wenn man so will, punktetechnisch so relevant war, dass das ganze Jahr vorher eigentlich komplett für den Arsch war. Dass ihr euch da den Arsch aufgerissen habt, um Punkte zu sammeln, ist eigentlich egal, solange ihr am Ende im Kerker Voldemort besiegt, dann also so. Aber dadurch, dass es gar keine Hauspunkte gab, hätte uns Weasley jetzt auch einfach nur einen Punkt geben können dafür, dass wir Hogwarts gerettet haben, wobei ich immer noch nicht weiß, wie weit wir Hogwarts... Ja... Könnten wir so auslegen, doch. Ja, aber der ein Punkt hätte gereicht, weil es eh keine gab. Hätten wir halt mit einem Punkt gewonnen. So haben wir mit 100 zu 0 gewonnen. Aber gut. Storytechnik, Kleinigkeiten. Dass es kein Quidditch gab, ist ja auch kritisiert worden. Das ist auch ein bisschen schade. Das hätte man auch einprogrammieren können. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es ein Quidditch-Spiel in dieser Hogwarts Legacy-Reihe geben wird. Das ist ja jetzt auch schon angekündigt, das ist ja auch schon in Planung, dass ist die Frage, ob das jetzt eine Entschuldigung ist oder ob es von vornherein so geplant war, dass die Entwickler schon gleich gesagt haben, das Franchise können wir richtig ausschlachten. Ich persönlich habe nichts gegen ein Franchise ausschlachten, wenn man es gut macht. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch so kommt. Ich, ich schweife ein bisschen vom Thema ab. Habe ich in der Gesamtstory noch irgendwas vergessen? Nö. Der Ton ist gerade ein bisschen unangenehm. Haupt- und Nebenmissionen. Ja. Man hätte ein bisschen mehr Spannung einbauen können. Es war alles sehr, ja. Man kann auch allgemein an der Story, könnte man noch ein bisschen rumkritisieren, wer war dieser Renrock überhaupt, wer war dieser, wie hieß es, der andere Zauberer, der so unbedeutend in dieser gesamten Geschichte, dass ich schon den Namen vergessen habe. Da hat dieser Kobold einen menschlichen Zauberergehilfe, der als unglaublich fies und böse dargestellt wird. Und am Anfang wird so ein bisschen Spannung aufgebaut von wegen, oh, der jagt jetzt unseren Hauptcharakter gefährlich. Dann Renrock. War das Renrock? Nee, Renrock war der Quatsch. Renrock war der Kobold. Nein, Rookwood. Renrock Rookwood. So. Und ja, es wird so ein bisschen eine Spannung am Anfang schon aufgebaut. Das hatte schon, als die Story losging, so auch mit dem Troll in Hogsmeade und dann hast du da diese Bösen und die jagen dich. Das hatte anfänglich schon so eine kleine Spannung, kleine Mystik, vielleicht aber trotzdem auch eher so ein bisschen Kinderbuchspannung. Und am Ende war dieser Rookwood aber komplett unbedeutend.
Der ist irgendwie nie aufgetaucht, der hatte nie irgendwie was zu sagen, und in dem Moment, wo man ihn als großen Boss hätte noch einbauen können, hat er sich einfach spontan gegen Renrock gestellt, weil er dann plötzlich festgestellt hat, dass der Typ, dem er folgt, ja ein böser Kobold ist. Das ist ihm vorher nicht aufgefallen bei dem ganzen Scheiß, den er veranstaltet hat. Nur als Renrock dann seinen eigenen Bruder getötet hatte, dann hat der Rockwood gemerkt, oh, das ist ja gar kein netter Kobold. Das hätte man mir aber mal sagen können vorher. Das ist... Weiß ich, da hat mir diesen Charakter irgendwie einfach, der ist dadurch so komplett unbedeutend geworden. Das ist ein bisschen schade, aus dem hätten wir mehr machen können. Ansonsten, ja, nee. Klingt jetzt nach vielen Kritikpunkten und viel Genörgel fast schon, aber das sind alles sehr, sehr kleine Kritikpunkte, wo ich sage, ja, hätte man mehr rausholen können, aber es ist so, trotzdem okay. Macht ja die Geschichte nicht schlecht. Fand's trotzdem schön. Und wie gesagt, was ich halt sehr feier an Hogwarts Legacy ist, dass es diese durchgehende Gemütlichkeit hat. Und dass dieses Spiel im Gesamten mich nicht einmal auch nur ansatzweise gestresst hat. Wie gesagt, manche empfinden das als Forderung und die langweilen sich vielleicht, weil sie nicht gefordert werden. Für mich ist zu hohes Niveau eher ein Stressfaktor. Ich brauche Spiele, um zu entspannen, um abzuschalten, in andere Welten zu tauchen, und das kann Hogwarts Legacy unglaublich gut. Dieses Abschalten und einfach in einer anderen Welt sein, darf lustig vor sich hindröseln, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen, ohne irgendwie in Stress zu verfallen, sondern einfach total tiefenentspannende Weltenflucht. So, tiefenentspannte Realitätsflucht. So könnten wir das nennen. Und ja, doch. Hat mir gefallen. So. Normalerweise lasse ich ein Let's Play immer damit auslaufen, wenn ich mit meinem Fazit durch bin, lass einfach den Abspann zu Ende laufen, dass hier die gesamten Credits auch gewürdigt werden. Ich finde das immer schön, wenn man so ein Let's Play hat, dann lässt man auch nochmal am Ende die Credits komplett durchlaufen, weil das sind alles Menschen, die sich wahnsinnig viel Mühe gemacht haben und alles dafür getan haben, um mir halt wirklich dieses schönes Spielerlebnis über viele, viele Stunden zu ermöglichen, und das muss dann halt auch mal gewürdigt werden, finde ich. Dafür gibt es diesen Abspann, gibt es diese Credits. Das ist schon richtig. Ich habe nur keine Ahnung, wie lange das jetzt noch geht, ne? Also wenn ich da an den Abspann von GTA 5 denke, der, glaube ich, der Abspann allein, weiß ich, eine halbe Stunde ging oder so. Oder länger, ich weiß gar nicht mehr. Das ist aber so ein bisschen schwierig zu erkennen, finde ich. Also bei Filmen bin ich da mittlerweile ganz gut geübt anhand dessen, was dort angezeigt wird, zu erkennen, wie lang dieser Abspann noch geht. Also da werden so... Weil die haben immer so ein gewisses System, eine gewisse Ordnung, wer wann genannt wird oder in welcher Reihenfolge welche Jobs genannt werden, und da erkennt man dann irgendwann an den Jobs schon, da sind wir jetzt schon bei denen und denen, dann kommt jetzt nicht mehr viel. So, ne, da kommt ja als allerletztes, kommt dann immer irgendwann noch, kommt dann noch der Soundtrack, die einzelnen Lieder und so, und so Kram, und dank an irgendwelche Firmen, die irgendwo irgendwas mitgeholfen haben. Aber so bei Spielen ist immer so ein bisschen schwierig, ne, weil das ist,
Warner Brothers Games People Partners. Wo könnten wir jetzt meinen, das ist schon was, was eher ein bisschen weiter unten steht, aber... Das sind auch so viele Sachen, wo man gar nicht... Was ist das eigentlich? Naja, naja, so ist es. Ich mache das jetzt aber trotzdem so, wie ich das immer mache. Ich lasse jetzt diesen Abspann einfach noch fertig auslaufen. Ich werde, sobald dieser Abspann zu Ende ist, ihr könnt dann einfach, wenn ihr das... Wenn euch das jetzt hier alles nicht mehr interessiert, einfach weiter ans Ende spulen, den Part hier gerne überspringen oder ihr hört euch noch die Musik ein bisschen an und geht derweil irgendwie nochmal aufs Klo, macht euch schon mal was zu essen oder was immer ihr jetzt gleich vorhabt, weiß ich auch nicht. Und genau, dann werde ich gleich nochmal, wenn der Abspann dann wirklich vorbei ist, das seht ihr ja, wenn er unten... bei YouTube über die Leiste wandert so ein bisschen. Also ja, mal gucken. Werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt in der großen Halle nochmal Poppy besuche und mit ihr nochmal abschließende Worte sage, damit wir da halt dann wirklich die 100% dann jetzt heute noch voll machen. So war das ja geplant. Und Sales Marketing Brazil. Jetzt kommen wir noch die ganzen einzelnen Länder. Deswegen weiß man bei diesen Abspannen nie, wie lange die dauern, weil man nie weiß, wie viele Länder werden da jetzt noch in irgendeiner Form erwähnt. Das kann ja, ja. Genau, also mache ich das noch wegen der Ordnung. Dann werde ich nochmal ein kurzes Tschüss und Danke sagen. Das sage ich aber auch jetzt gerne nochmal. Danke fürs Zusehen. Ich freue mich, dass dieses Let's Play ein bisschen mehr Anklang hatte als das, was ich in der Vergangenheit sonst so gemacht habe. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der zugeschaut hat. Ich kann an dieser Stelle auch nochmal Danke an Interfox für die Reactions sagen. Auch da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ja, ich freue mich dann auch schon aufs nächste Projekt. Und na, mal gucken. Durchaus möglich, wenn Hogwarts Legacy in die nächsten Teile geht und auch das Quidditch-Spielen so kommt, dass wir uns dort auch wiedersehen werden. Und ansonsten sehen wir uns in anderen Projekten. Danke, Philipp Düllmann, für dein Product Management. Hast du gut gemacht. Gilt natürlich hier auch für Vincenzo Langella. Warum auch immer mich die italienische... Ist egal. Ich kann nicht aufhören zu reden. Tut mir leid. Also wie gesagt, gleich nochmal Poppy und ansonsten danke fürs Zuschauen und es war mir eine Ehre, Hogwarts Legacy mit euch durchzuleben. Bis bald wieder. Winke, winke. Ich bin kurz weg. Listen to the music.
haben die da echt das komplette Lizenzrecht reinkopiert? Da ist, haben die nichts zu tun. Wow. Da braucht man sich auch nicht wundern, dass so Abspann so ein ewig langes Ding ist. Gewinne den Hauspokal. Auftrag abgeschlossen. Der Hauspokal. So. Danke, dass ich jetzt wieder in die große Halle rennen darf. Ach je. Gehen wir aus dem Weg. Muss hier durch. Ach je. Da, genau wie sie. Aus dem Weg, der Mann mit der Maske muss hier mal durch. Ich muss ganz dringend nochmal, Entschuldigung, in die große Halle. Sie hat ein neues Spiel, nicht teuer. Ja. Ich bin dann jetzt da, also weiß nicht. Soll ich noch mal eine Runde warten oder? Jetzt müssen wir. Ah, genau, dich wollte ich sehen. Ja, ich wollte dich auch sehen, aber du warst unsichtbar. Dorin hat dich also endlich überzeugt, die Schnatzer zurückzulassen. Wenn jemand sie vor den Wilderern beschützen kann, dann die Zentauren. Und ich wollte dir danken. Als die Wilderer uns angriffen, war ich... Es war schön, nicht allein kämpfen zu müssen. Natürlich. So etwas tun Freunde doch füreinander, oder? Das stimmt wohl. Gut, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Es ist jetzt schon mein bestes Jahr. Ich will natürlich keine zweite Hornschwanzhalle, aber die drei Besen haben mir gefallen. Ich wusste gar nicht, wie hübsch es dort ist. Was? Du warst noch nie in den drei Besen? Ich habe früher viel Zeit mit Wolkenschwinge verbracht. Und wer weiß, was Sirona davon hält, wenn ein Hippogreif auf ein Butterbier vorbeischaut. Hm. Wolkenschwinge ist die einzige, mit der ich hingehen würde. Oder Oma. Da spricht nichts dagegen. Wolkenschwinge ist toll. Das ist sie. Aber ich komme langsam auf den Geschmack menschlicher Freunde. Es war schön, über meine Eltern und Oma zu sprechen. Und Wolkenschwinge zu teilen. Du hast die Wolkenschwinge geteilt? Das ist ein bisschen brutal, oder? Weiß deine Oma, dass wir die Schnatzer gefunden haben? Ich konnte es nicht für mich behalten. Ich habe ihr alles gesagt. Sie war außer sich, dass ich in der Nähe der Wilderer war. Aber sie gab zu, dass sie wegen der Schnatzer neidisch war. Du hast nicht zufällig von ihnen gehört, oder? Nein, aber das ist schon in Ordnung. Ist schön, dass in diesem Zusammenhang er nicht explizit sagt, von wem gehört. Jetzt klingt so, als hätte sie nicht von den Schnatzern gehört. Es war mir eine Freude, Poppy. Halt dich aus Ärger raus. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir haben uns schon zweimal mit Wilderern angelegt. Durch dich komme ich langsam auf den Geschmack. Und mit den Zentauren als Verbündete könnte ich sogar nach Ärger suchen. Wir sollten uns bald mal auf ein Butterbier treffen. Vielleicht mit Wolkenschwinge?
So, schließe die Beziehungsgeschichte von Poppy's Sweeting ab. Reiche Stufe 14, gibt es noch mal ein paar Errungenschaften. Wunderbar. Ich hatte kurz Angst, dass das jetzt nicht aufploppt. Aber so, ihr Lieben. That's it. Wir sind auf 100. Wir haben es geschafft. Es ist getan. Es ist getan. Am Ende, gefühlt, ging es dann doch ziemlich schnell. Wobei, wenn ich jetzt hier so durchgucke, irgendwo, ich habe ja lustigerweise, zettelweise hier überall die, noch die einzelnen Folgentitel rumliegen, welche ich mir handschriftlich erstmal aufgeschrieben habe. Hab den dann später erst übertragen. Zu Ehren Professor Fick war die Folge 157. Danach haben wir angefangen, um die 300 zu gehen. Das heißt, wir haben nochmal 30 Folgen lang nichts anderes gemacht, als die 100% zu jagen. Das war jetzt doch ein Monat lang für die 100% gekämpft. Aber das war es wert. Das war es wert. An dieser Stelle ist dieses, ich behaupte mal, schöne Let's Play zu Ende. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, auch wie gesagt, Interfox, danke für deine Reactions. Ich sage einfach mal nicht für die Reactions, sondern für die, ja, ich merke gerade, dass der Unterschied zwischen Einzahl und Mehrzahl irgendwie nicht gegeben ist, wenn ich sage, die Reaction. Ja, ich gehe einfach mal von zweien aus, in der Hoffnung, dass noch ein weiterer kommt, wie du mal angekündigt hast. Wir werden sehen, viel Zeit hast du ja nicht mehr, weil ich bin ja schon fertig. Dennoch, wir sehen uns bei anderen Projekten, denke ich, hoffe ich. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wer dieses Spiel sich noch nicht gegönnt hat. Ich kann es nur empfehlen und ich betone an dieser Stelle auch gerne nochmal, weil es da ja vor Monaten so massive Diskussionen gab, wer dieses Spiel spielt, outet sich nicht automatisch als transfeindlich, weil ehrlich gesagt muss man schon ziemlich engstirnig sein, wenn man das eine mit dem anderen so in Verbindung bringt und so rigoros Menschen abstempelt, ohne sich da zu informieren. Ich wollte da gar nicht, ich wollte nichts zu sagen. Ich dachte nur, ich erwähne es mal, weil ich kann dieses Spiel empfehlen. Mir ist es auch völlig schnurzegal, was der Joint K. Rowling denkt. Ich finde dieses Spiel super. Ich finde diese Welt schön. Ich finde es sehr atmosphärisch. Es macht Spaß. Und es ist wert, Zeit damit zu verbringen, weil mir hat es die letzten Monate doch in der Tat ein wenig verschönert. Und das gönne ich jedem anderen auch. Also, Empfehlung steht. Also Bescheid. So, jetzt reicht's aber. Lange, lange Folge, weil viel abspannen, kann man nichts machen. Ich wünsche euch nochmal wieder einen schönen Tag. Ich winke in die nicht vorhandene Kamera und bis bald bei irgendeinem anderen Projekt. Danke, ciao.